Hey Corinna, ich komme zum Glück noch klar, ich sitze nicht heulend unter der Dusche, aber ich habe was Krasses erlebt in dieser Corona-Zeit zum Thema Gemeinschaft. Und zwar hatte ich so viel Gemeinschaft wie schon ewig nicht mehr. Mit meiner Familie, mit meinen zwei kleinen Kids und meiner Frau. Normalerweise sind wir die ganze Zeit unterwegs, Fußball, Kinderturnen, Arbeit, Hochzeiten, was auch immer. Enorm viel Termine und plötzlich war alles abgesagt und wir konnten echt den ganzen Tag zusammen zu Hause verbringen. Das ist für uns echt was Besonderes und wir haben die Zeit voll genutzt. Wir haben gegrillt, wir haben einen Pool draußen aufgebaut, wir waren im Wald joggen als Familie, wir haben Serien geguckt und Brettspiele gespielt, wir haben gegessen und so weiter. Und irgendwann so nach einer Woche habe ich so gemerkt, hey, was ist eigentlich mit mir los? Ich bin so ausgeglichen, so gut gelaunt. Was ist denn eigentlich? Ich müsste doch traurig sein, der VfB spielt nicht, kann ich mit meinen Kumpels irgendwie was trinken gehen, überall diese Masken. Und dann habe ich gemerkt, das, was für mich wirklich den Unterschied macht, ist, dass ich plötzlich so viele Menschen um mich herum habe. Und das hat mir mega gut getan. In dem Moment habe ich so ein bisschen für mich realisiert, ich glaube, ich brauche mehr Gemeinschaft. Ich brauche mehr Freundschaften und Beziehungen. Und normalerweise im Alltag geht es oft ein bisschen unter. Und das war für mich jetzt voll krass, so diese Corona-Zeit zu nehmen. Nochmal als Erinnerung, dass Gemeinschaft nicht die Sahne auf dem Kuchen ist, sondern eher der Kuchen selbst.